Frau Heller, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Beleidigung und die Staatsanwaltschaft wird von Herrn Mamegani vertreten. Frau Heller, Sie heißt mit Vornamen? Saskia. Sie sind am 27.06.76 in Wiesbaden geboren und Sie wohnen in der Gexberger Straße 18 in Dortmund, sind ledig und von Beruf? Hebamme. Herr Mamegani, die Anklage bitte. Der Hebamme Silke Heller wird Folgendes zur Last gelegt. Am Abend des 31. Dezember 1999 war die Angeklagte als Hebamme im Dortmunder St. Moritz Krankenhaus im Einsatz. Gegen 23.30 Uhr wurde bei der Zeugin Gabi Mohn die Geburt eingeleitet. Sie hatte sich zuvor gewünscht, ein Jahrtausendbaby zur Welt zu bringen. Aufgrund von Komplikationen war dies aber nicht möglich. Im Laufe der Entbindung äußerte die Angeklagte mit leiser Stimme gegenüber der ebenfalls anwesenden Krankenschwester der Zeugin Lindmann auf die Zeugin Mohn gemünzte Bemerkungen wie die dumme Kuh oder vielleicht schafft es die hysterische Tussi um kurz nach 0 Uhr denn noch mit der Nachgeburt. Saskia Heller wird daher wegen Beleidigung angeklagt. Das sind Vergehen strafbar gemäß Paragraphen 185, 194 StGB. Strafantrag ist rechtzeitig gestellt worden. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Frau Heller, ich muss Sie wie jede andere Angeklagte auch darauf hinweisen, dass es Ihnen nach dem Gesetz freisteht, Angaben zur Sache zu machen oder zu schweigen. Wollen Sie was zur Sache sagen? Ja. Sie sind Hebamme vom Beruf, habe ich schon gehört, im Krankenhaus oder selbstständig? Im Krankenhaus. Wie lange schon? Ungefähr 4 Jahre. Welches Einkommen haben Sie daraus? 2600 Mark monatlich. Sonst noch Nebeneinkünfte? Nein. Kinder- oder Unterhaltspflichten? Auch nicht. Und Vorstrafen auch nicht, das erste Mal, dass Sie vor Gericht stehen. Richtig. Frau Heller, Sie hatten Dienst an diesem Silvesterabend 1999. Doch, war unerwartet, ne? Ja, richtig. Da die diensthabende Krankenschwester krank war, mussten Sie einspringen. Ja, so besonders glücklich waren Sie darüber nicht, fürchte ich, oder? Natürlich nicht. Mhm. So, Sie waren dann zunächst gleich bei einer Notfallentbindung eingesetzt. Ja. Die für alle Leute erhebliche Probleme brachte, für Sie auch. Und dann zum Ausgleich wurden Sie eigentlich jetzt dann in das Zimmer von der Frau Mohn geschickt, der Zeugin Mohn, weil das dort alles ganz harmonisch zugehen sollte. Ja, tat es aber nicht. Was war denn los in diesem Zimmer? Also ich betrat das Zimmer halt und habe dort meine Kollegin Sibylle Lindmann getroffen, die gerade dabei war, das Bett von Frau Mohn zu machen. Ja, und die ersten Worte von Frau Mohn zu mir waren in der Art von sowas von rappeldünn, dagegen sehen wir Schwangeren richtig gesund aus. Ja, und darüber hat sie sich dann amüsiert. Ja, und sie hat im Grunde genommen jeden auf Trab gehalten wie ein Gast im Hotel und hat andauernd über ihren Wunsch nach einem Jahrtausendbaby geredet, was ich vorher schon im Freundeskreis diskutiert hatte und eigentlich ziemlich daneben fand. Ja, und Sie? Ja, ich habe dann vom Notfall berichtet. Und habe vielleicht was in der Art von Mütter mit richtigen Sorgen gesagt. Worauf Frau Mohn halt ein bisschen sauer wurde. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie es hört. Ja, also die Stimmung in diesem Zimmer war nicht besonders. Nee. Da musste die Frau Mohn doch relativ schnell in den Kreis verlegt werden. So, und was war jetzt dann dort los? Ja gut, die Schmerzen haben halt unerwartet eingesetzt. Sie wurde in den Kreissaal gebracht. Und ich sollte den Wehentropf vorbereiten. Und Frau Mohn hat sich halt schrecklich über mich aufgeregt und hat mich dann für die Komplikation verantwortlich gemacht. Ja, und da ich halt so ein bisschen unter Druck stand, habe ich bei meiner Kollegin, der Sibylle Lindmann, versucht, etwas Luft abzulassen und habe vielleicht sowas in der Art wie hysterische Tussi zu meiner Kollegin geflüstert. Ja. Ich habe aber nicht gedacht, dass Frau Mohn das hören könnte. Ja. Sie wollten den Wehentropf anlegen, nicht? Und wie hat da Frau Mohn reagiert? Ja, sie war halt noch ziemlich aufgebracht über meine Bemerkung vorher und wurde natürlich auch ein bisschen panisch, denke ich, weil durch die Komplikationen, also natürlich ist man dann beunruhigt. Und ja, ich stand deswegen halt unter Druck. Ich musste das alles. Hat die Ärztin Ihnen was zu Ihnen gesagt? Ja, nur, dass ich halt diesen Wehentropf vorbereiten sollte, weil es jetzt halt früher die Geburt zustande kommen würde als erwartet. Sind Sie irgendwie zurechtgewiesen worden von der Ärztin? Nein. Ich habe in der polizeilichen
Ermittlungsakte steht drin, dass die Ärztin sie zurechtgewiesen hätte bei Frau Mohn. Sie sollen ihre Arbeit machen, nicht zur Beunruhigung der Patientin beitragen oder irgend sowas. Erinnern Sie also, im Moment nicht? Ich weiß im Moment nicht, also ich kann mich wirklich nicht. Vielleicht haben Sie es auch vergessen. Kann durchaus sein, aber ja. Nicht, dass ich es jetzt wüsste. Sie wollten nicht, dass sie es hört, aber sie hat augenscheinlich hat sie es gehört. Herr Staatsanwalt. Ja, haben Sie sich bei der Zeugin Mohn nachher dafür entschuldigt? Nein, habe ich nicht getan. Nicht getan. Danke, das war's. Sind Sie überhaupt noch auf die Zeugin Mohn getroffen? Nein, nicht mehr. War es für Sie recht überraschend, dass die Anzeige dann von ihr kam? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie das als persönliche Beleidigung auffasst. Und also, dass sie so weit geht, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, dann hätte ich gerne mal Frau Mohn bitte eintreten. Und hier, Frau Heller, Sie, seien Sie so nett, Sie nehmen da Platz. Frau Mohn, bitte nehmen Sie Platz. Frau Mohn, Sie sind hier als Zeugin geladen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Ja. Frau Mohn, Sie heißen mit Vornamen? Gabi. Sie sind wie alt? 37. Von Beruf? Hausfrau. Und Sie wohnen in Dortmund und Sie sind mit der Angeklagten nicht verwandt oder nicht verschwägert. Nein. Sie waren am 31.12.99 in der Klinik zur Entbindung. Richtig. Und zwischen Ihnen und der Angeklagten scheint es zu Differenzen gekommen zu sein. Was war da los auf dieser Station? Ja, also ich war eh schon sehr aufgewühlt. Ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft. Das war alles sehr anstrengend in seelischer und körperlicher Hinsicht. Ich freute mich sehr auf die Geburt meiner Tochter Margarete Ziele. Kam dann eben ins St. Moritz Krankenhaus. Erst war eine sehr harmonische Stimmung. Ich hatte die Frau Lindmann, ich Schwester Sibylle, an meiner Seite. Die hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen, was auch richtig ist. Und ja, dann kam leider Gottes um 21.30 Uhr diese Dame. Sie meinen Frau Heller, ja? Ja, die ich nicht so gerne als Hebamme bezeichnen möchte. Ich finde, ihr geht jegliche Professionalität ab. Gibt es dafür Gründe, dass Sie ihr die Professionalität absprechen? Ja, sie machte einen sehr unruhigen Eindruck auf mich. In ihrer Art und Weise, wie sie mit mir umging, fand ich das Ganze sehr unmöglich. Das hat mich nur zusätzlich aufgewühlt innerlich. Wie denn? Ich meine, wie ging sie mit Ihnen um? Was war da? Ja, da kamen so zynische Bemerkungen, hysterische Tussi, dumme Kuh. Die kamen später im Kreissaal. Wir sind im Moment noch auf der Station. Ja. Es waren eher so nonverbale Sachen erstmal. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Spaß an ihrem Beruf hat, dass sie keine Freude hat, überhaupt an diesem Tag Dienst zu haben. Ich hatte mir auch eine andere Hebamme ausgesucht, die leider krank war. Und war dann sehr unzufrieden, als ich sie sah und die Chemie stimmte nicht. Und sie hatte einfach eine Art und Weise, die mich sehr noch zusätzlich aufgeregt hat. Wie war das mit dem Jahrtausendbaby? Wollten Sie da partout eins haben? Ja, natürlich. Das ist ja was Besonderes, ein Jahrtausendbaby zu bekommen. Und das hat dann leider nicht geklappt. Das ist richtig. Ja, und die erste Bemerkung soll irgendwo gewesen sein, Jahrtausendbaby, dass andere Mütter andere Sorgen hätten. War das nicht so, dass das schon im Zimmer war? Ja, ich bitte Sie, also ich meine, jede Mutter hat ihre Sorgen, wenn sie niederkommt. Und ich fand, das hat mich noch zusätzlich belastet, dass sie mir dann so eine schlimme Geschichte erzählt. Das wollte ich gar nicht hören, weil ich mich auf meine eigene Geburt vorbereiten wollte. Mhm. Ja. So, jetzt sind wir im Kreissaal. Das ging dann plötzlich sehr schnell. Ja, richtig. Und sie kommt mit dem Wehentropf. Und Sie? Ja, also das hat mich gänzlich aus der Fassung gebracht, weil ich wusste, dass sie mich nicht haben kann. Und das hat mich sehr aufgeregt. Und Gott sei Dank hat ja dann die Frau Dr. Schneider auch gesagt, sie soll ihren Dienst machen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, aber wenn sie mit dem Wehentropf auf Sie zukommt, was ist da Besonderes dran? Ich meine, es ging doch jetzt bei Ihnen los. Ja, aber dadurch, dass sie mir gegenüber sehr zynisch aufgetreten ist, war ich da nicht offen für. Also ich hatte dann wirklich... Sie wollten sie einfach schlicht nicht haben? Ich wollte sie nicht also haben. Also auch sie immer, sie wollten Zimmer sie weghaben. Nicht haben Nein. Kreißsaal. Und die Frau Doktor hat Ihnen was dazu gesagt? Ja, sie meinte, ich soll mich auf meine Geburt konzentrieren. Ja, Silvester. Ja.
So, aber trotzdem, wie ging es weiter? Ja, dann war ja die Frau Heller im Raum und die Frau Lindmann, meine Schwester Sibylle, die sehr nett war, im Gegensatz zu ihr. Und dann habe ich eben mitbekommen, also hat sie so hörbar getuschelt, die hysterische Kuh, die dumme Tussi und so weiter. Und habe die Frau Lindmann noch zusätzlich bei ihrer Arbeit gestört. Und ich habe mich natürlich noch weiter aufgeregt. Ja. Ja. Was mit Nachgeburt gesagt? Ja, das war dann der Gipfel dieses ganzen Ablaufes. Sie meinte dann, vielleicht schafft es die hysterische Tussi dann kurz nach 0 Uhr mit der Nachgeburt. Und da war bei mir der Ofen aus einfach. Ja. Später noch mal auf Sie getroffen, um mit ihr darüber zu sprechen irgendwie? Gott sei Dank nicht. Also später war wieder die Frau Lindmann bei mir und mit ihr hatte ich dann gar nichts mehr zu tun. Mit Ausnahme, dass Sie zur Polizei gegangen sind und Anzeige erstattet haben? Ja, zu Recht. Richtig. Ja. Eine Frage. Waren Sie denn mit der eigentlichen Arbeit der Angeklagten zufrieden, als dann die Geburt letztendlich losging? Nein, überhaupt nicht. Also ich konnte mich in keinster Weise mehr auf sie einstellen und wollte es auch gar nicht mehr haben. Und das ging leider nicht von Seiten der Ärztin aus. Danke. Haben Sie noch Fragen an die Zeugin? Nein. Brauchen wir gar nicht, Verzicht brauchen wir nicht. 61 Ziffer 2. Und dann hätte ich gerne Frau Lindmann, bitte. Und Sie, Frau Mohn, seien Sie so nett, nehmen Sie da hinten Platz. Frau Lindmann, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Lindmann, Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wenn man es nicht tut, schwer bestraft werden kann. Ja. Sie heißen mit Vorname Sibylle und wie alt sind Sie? 28 Was Jahre. Was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester. Und Sie wohnen in Dortmund und sind hier mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Genau. Ja, Sie haben, ja, es gibt zwei Missstimmungen an dem Tag. Einmal im Krankenzimmer und einmal im Kreissaal. Wir beginnen im Krankenzimmer. Haben Sie ja mitbekommen. Was war denn los? Können Sie mir das mal kurz zusammenfassen, schildern? Ja, die Gabi Mohn war natürlich aufgeregt aufgrund der nachstehenden Geburt und hat die Krankenschwestern ziemlich auf Trab gehalten. Sie hatte Wünsche, die wir natürlich auch gerne erfüllt haben. Und Saskia kam dann dazu und war nicht so wie sonst, muss ich sagen. Sie war aufgeregt und hat ihre Arbeit anders als sonst gemacht. Sie war ein bisschen zickig, was sich dann aber auch darauf geschlossen hat, dass sie vorher die schwere Entbindung hatte, bei der sie anwesend war. Und aufgrund dessen habe ich das dann darauf geschoben. Ja, ist sie irgendwo, gab es da so schon Wortgeplänkel zwischen den beiden? Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen, weil ich auch öfters Außerzimmer war und Eis geholt habe und Wasser. Es soll so eine scherzhafte Bemerkung der Zeugin über ihre Figur gegeben haben. Ja, das fand ich aber nicht so schlimm. Also, die fanden sie so schlimm, aber sie gab das. Ja. Ja. Und sie soll irgendwas gesprochen haben davon, dass andere Mütter andere Sorgen hätten. Ja, natürlich, das habe ich aber auf die Entbindung davor zurückgeschlossen, dass sie da etwas nervöser war. Also das war noch im Rahmen des Normalen, muss ich sagen. Für Sie, für beide? Ja, und jetzt gehen wir in den Kreissaal, erinnern Sie sich. So, da waren Sie ja auch dabei. Was ging dann los, bevor die Beleidigungen fielen? Interessiert mich viel. Ja, es wurde dann natürlich ziemlich hektisch, da natürlich der Venentropf kam. Und es war alles sehr konfus. Und dann fielen auch schon mal Worte wie hysterische Tussi, sie sollte sich doch nicht so anstellen. Also es war... Hatte sie laut gesagt? Also ich... Oder zu Ihnen ins Ohr geflüstert? Sie hat es etwas lauter gesagt. Sie wollte es zu mir ins Ohr flüstern, aber die Frau Mohn hat es mitbekommen, das weiß ich. Ja, sie hat es mitbekommen. Ja. Hat die Ärztin irgendwas zu ihr gesagt? Ja, die Frau Dr. Schneider hat gesagt, sie sollte sich doch etwas zurücknehmen, aufgrund der Situation natürlich im Kreissaal. Hat die Ärztin auch was zur Mohn gesagt? Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Es war wirklich so hektisch und stressig. Das weiß ich im Moment nicht. Ja, dann gab es noch eine Nachgeburt, so eine Bemerkung. Haben Sie die noch mitgekriegt? Ja, die fand ich etwas unpassend. Sie sagte, vielleicht schafft es die hysterische Tussi um kurz nach Mitternacht ja noch mit der Nachgeburt. Da muss ich sagen, das fand ich auch nicht ganz passend.
Aber die anderen Sachen vorher, das fanden Sie noch nicht so tragisch, aber das fanden Sie nicht ja, so. Ja, es ist natürlich zwischen Hebamme und Patientin sollte natürlich eine gewisse Vertrautheit und Bindung auch sein, die ich in diesem Fall nicht mitbekommen habe. Wie ist sie denn normalerweise? Normalerweise ist sie eine sehr routinierte Hebamme. Sie ist sehr beliebt, gerade auch bei jüngeren Patientinnen. Sie wird also weiterempfohlen und ist eine tolle Hebamme. Nur die Chemie zwischen den beiden stimmt nicht. Ja, kann man so zusammenfassen. Ja. Von Anfang an nicht. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Ja, noch Fragen an die Zeugin. Haben Sie noch Fragen an die Zeugin? Nein. Ich nehme an, auf Vereidigung wird allseits verzichtet. 61 Ziffer 5. Vielen Dank, Frau Lindmann. Nehmen Sie Platz. Noch Anträge, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Haben wir gar nicht. Ja. So, die Angeklagte hat sich einer Beleidigung strafbar gemacht. Das steht fest aufgrund ihrer Einlassung und natürlich auch aufgrund der Zeugenaussagen. Die Frage ist, wie jetzt die Angeklagte zu bestrafen ist. Das Gesetz sieht hier eine Freiheitsstrafe, sprich Gefängnis, bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Ich halte hier jedoch noch eine Geldstrafe für Tat und Schuld angemessen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass hier gerade im Kreissaal, wir haben gerade auch gehört von Ihrer Kollegin, Verhältnis Hebamme und Patientin. Das ist ein Vertrauensverhältnis, das sollte nicht getrübt werden durch solche Äußerungen. Von daher beantrage ich, die Angeklagte zu verurteilen, 30 Tagessätze zur je 80 D-Mark zu bezahlen. Dankeschön. Vielen Dank, Staatsanwalt. Frau Heller, Sie haben den Antrag der Staatsanwaltschaft gehört. Eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 80 Mark, also 2.400 Mark. Sie haben jetzt das letzte Wort. Was sagen Sie dazu? Also 2.400 Mark ist ein bisschen heftig, wenn man bedenkt, dass ich 2.600 Mark im Monat verdiene. Also es ist schon eine ganze Stange Geld für mich. Und ja, dafür, dass ich, dass mir die Äußerungen leid tun, ich mich zwar nicht entschuldigt habe, und dass das Ganze vor Gericht geht, hätte ich auch nicht erwartet. Also mit den 2.400 Mark. Tut sie Ihnen leid oder nicht? Ehrlich gesagt, es wäre dumm zu sagen, es tut mir nicht leid hier vor Gericht, aber wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, Frau Mohn hat sich mir gegenüber auch nicht korrekt verhalten und dass sie so weit geht, mich deswegen vor Gericht zu bringen. Und wenn man sich beidseitig entschuldigt, wäre das nicht was? Das wäre für mich kein Thema. Ja, dann darf ich Sie bitten, sich zu erheben, meine Damen und Herren. Ich komme zur Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte ist der Beleidigung schuldig. Sie wird deswegen verwarnt. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 5 Tagessätzen zu 80 Mark bleibt vorbehalten. Und die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Klar waren diese Äußerungen im Kreissaal Beleidigungen. Und selbst die zickigste Wöchnerin rechtfertigt und entschuldigt das überhaupt nicht. So. Nur, das wissen Sie, und Sie haben sich dafür auch ja entschuldigt und bedauert. Spät, aber immerhin noch. Nur, Frau Mohn, wer solche Nachsicht für sich selber verlangt, sollte sie auch gegenüber sich selber haben. Wir haben hier ein bisschen klar gehört, die Chemie stimmte beidseitig nicht. Ja? Die Begrüßung über die Figur, Gott mit der Erwiderung, andere Sorgen, wissen Sie, bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie plus minus quitt. Und hier, die Zeugin hat eine sehr nette Umschreibung dafür gebracht. Sie haben die gesamte Station gut auf Trab gehalten. Ich kann es nachempfinden. Ja? Ich kann mir auch vorstellen, wie das abgelaufen ist. So. Aber dann im Kreissaal in Hysterie zu verfallen, wenn sie mit dem Wehentropf kommt und dann natürlich von der Ärztin angeschossen wird, ist klar. So. Das ist ihr Teil. Sie, keinerlei Entschuldigung dafür, dass sie so reagiert. Klar. Aber sie hatten dann ihre Marie-Cecilie. Und dann wäre eigentlich Schluss gewesen. Das heißt, diese ganze Nachklapperei mit der Polizei, man hätte sich gegenseitig entschuldigen können und das war's. Mit solchen Fällen beschäftigt man die Gerichte nicht. Und deshalb reicht mir hier die mildeste aller denkbaren Strafen hier. Und das ist Freiheitsstrafe von 5 Tagessätzen. 2 Mark kann ich nicht machen, bei Ihrem Einkommen sind es 80 Mark. Und diese müssen Sie im Moment auch nicht bezahlen, denn die setze ich erst mal aus. Unter Vorbehalt verurteilt. Wenn Sie jetzt ein Jahr lang nichts machen, wovon ich ausgehe, dann wird diese Geldstrafe erlassen. So, das war's. Sie haben gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision, wobei die Revision zugelassen werden müsste, alles binnen einer Woche
Ab heute, alles Weitere steht im Merkblatt. Die Verhandlung ist geschlossen.